Commander. Ja, hoho, hier wieder beim Quali und bei XCOM 2 und wir fliegen jetzt erstmal wieder hier hin zurück. Wir müssen erstmal hier warten. Das ist das Ressourcenlager, bis wir das fertig haben. Wir müssen Ressourcen kriegen. Yay! Raum ansehen. Hier können wir jetzt was bauen. Ja, wie man jetzt hier am besten und am effizientesten baut, da habe ich jetzt auch noch keine Ahnung von. Können Soldaten bei jeder Beförderung eine Bonusfähigkeit außerhalb ihrer aktuellen Klasse erhalten. Außerdem kann ein Ingenieur eingesetzt werden, die Genesungszeit... Oh ja, das ist wichtig, das bauen wir. Wir fangen mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Ich melde mich, wenn sie bereit ist. Wir können unsere Einrichtung auf der Avenger ausbauen, Commander. Aber dafür brauchen wir mehr Ingenieure, um Platz für die Bauvorhaben freizuräumen. Commander, ich benötige mehr Personal fürs Ingenieurteam, bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. So. Ressourcenlager weiter. Strategische Ressource gefunden. Okay. Dann haben wir das fertig, dann können wir hier unten hinfliegen. Südafrika. Hui. Auch wenn es in den Städten auf der ganzen Welt Verbündete gibt, die ihr Wissen über die Pläne von Edwin zu gern mit uns teilen würden, werden sie aktiv von den Aliens verfolgt. Es liegt an Ihnen, die Sicherheit unserer Agenten zu gewährleisten, Commander. Viel Glück. Alles klar, dann gucken wir uns den Einsatz an. Hier würden wir einen Wissenschaftler bekommen. Das ist doch auf jeden Fall gut. Also starten wir den Einsatz. Das ist unser Team. So, Kelly entferne ich wieder. Und ich würde auch Hexen entfernen. Moment, stopp. Wenn ich Hex ferne, müssen wir ja erst das Medkit wegnehmen. Und dafür wieder zwei Rookies mitnehmen. Dann noch haben wir nämlich die Möglichkeit, hier die ziemlich gut aufzuleveln. Die ersten Missionen sollten nicht so schwer sein. So, einmal den Beru und einmal Backfisch. Und Max Monster bekommt das Medkit. So. Alles klar, Sturmgewehr. Sieht gut aus. Gut, Ausrüstungsgegenstände freigeben. Bitte bestätigen Sie das Ablegen sämtlicher Ausrüstung von allen Soldaten, die nicht... Ach so, das ist cool. Nö, Gegenstände herstellen. Können wir dann gar Gegenstände herstellen? Sofortherstellung einer Blendgranate oder einer Rauchgranate. Biet allen Einheiten auch einen defensiven Vorteil, Verbündeten als auch Feinden. Und die Blendgranate disorientiert Feinde. Hätte was für sich, ne? Waffen, Rüstung können wir noch nicht. Aber ich glaube, wir lassen das erstmal bei unseren Splittergranaten. So, und starten den Einsatz. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Der Widerstand hat um Hilfe gebeten, um eine VIP zu extrahieren, die Aufklärungsdaten hier im Gebiet geliefert hat. Wir haben die Koordinaten, aber wir müssen damit rechnen, auf dem Weg dorthin ein Kontingent an feindlichen Truppen ausschalten zu müssen. Ja. Wir müssen also einen VIP retten. Okay. Flug zur Absprungzone dauert ziemlich lange.
unsere Soldaten sind doch schon ziemlich ungeduldig. Dann sind wir da. Alles klar. Menace 1-5, schicke Zielkoordinaten. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Okay. Ich kann Ihnen helfen, neue Technologien zu entwickeln, aber Sie müssen nicht retten. Weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Wer hätte zuerst gedacht, wäre eine Frau? Na gut, naja. Wie sieht das denn hier aus? Den Umbrion noch hier oben reinstellen. Schalten wir mal durch, Max Monster. Ich bin dafür, dass wir den Umbrion schon ziemlich aggressiv nach vorne, nach oben stellen. Wir haben wieder eine 12 Runden Penalty. Vom Umbrion hier oben hin. Los geht's! Bis jetzt hat sie sich ja als Meisterschütze noch nicht so bewährt. Vielleicht ist Umbrion noch eher so der Pistoliero. Das kann man ja mit unseren Scharfschützen ja auch machen. So, geht der Rest hier durch das Gebäude oder geht der Rest um das Gebäude rum? Komm, Bero, geh mal gucken. Siehst du was? Nee, sieht nix. Alles klar, dann können wir die VIP hinter dem Bero in Sicherheit stellen. Erstmal, so. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen hier hinten hin. Also ist der Weg über das Gebäude eigentlich schon der kürzeste Weg, ne? Okay. Und Hexen einmal mit. Nicht Hexen, Backfisch einmal mit hier oben zum Umbrion. Jetzt sehen wir eine kleine Admin-Sitzung da oben. Und deswegen muss auch der Max da oben mit rein. Zack. Position bestätigt. So. Da kommt irgendwas. Advent Troops hier. Okay. Haben wir uns gesehen, ja? 58%. Ist klar. Backfisch. Gehen wir nach vorne. Nähere mich der Zielposition. So, und da unten haben wir einen 96% Schuss. Gib ihm. Jawoll. Feind vernichtet. Beförderung verdient. Ja, zu Recht, zu Recht. Von solchen Trefferraten träumt der Umbrion. Begebe mich zum Ziel. Noch nach vorne. So. So, die VIP auch noch hier oben. Und noch hier. Die Admin-Truppen sind noch unten. Wir haben ja oben eigentlich ziemlich gut. So, den Beru. Du kannst eigentlich mal hier hinlaufen, dann hast du den flankiert. 78% Beru, das schaffst du. Jawoll, der alte blinde Mann. It's down. It's down. Jawoll. Und auch er verdient sich eine Beförderung. Meister Umbreon, einmal Feuerschutz, falls irgendwas passiert. So. Und ja, wir müssen ja hier rüber, ne? Also ziehen wir den Max schon mal hier weiter rein. Bin unterwegs. Zack, springt er einfach vom Dach. Wir haben es mit Advent zu tun. Da kommt der Sektoid. Und Umbreon. Seht ihr? Also wenn er mit seiner Magnum schießt, ne?
Na, was machst du? Es wird eine Leichenwiederbelebung. Okay. Und der Soldat geht in den Overwatch. Alles klar, ne, B-Ruf, mit dir fangen wir nicht an, wir fangen mit dem Umbreon an. Komm hier, 80% auf den Zombie, das wollen wir nicht. 55% nur auf den Sektoid. Ah, was bist du für ein Präzisionsschütze, hör mal. Gucken wir erstmal, ob wir noch irgendwie mit dem B, ne, der Zombie nicht. 59%. Komm, schieß mal. Daneben, alles klar. Überprüfe Visier. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Backfisch. Komm, Backfisch mit 47%. Den Overwatch-Typen. Dann kann ich mich wenigstens mit Bero bewegen. Haha, Backfisch wird ein Sniper, ich sag euch das. Feind am Boden. So, Bero, kein Overwatch mehr. Das heißt, du kannst nach vorne. Moving. Und eine Granate schmeißen. Kommst du nicht dran, ne? Scheiße. Shit. Shit. Na komm, schieß auf den Zombie. 4 Schaden. Umbreon dann Pistole auf den Zombie, 100%. Come on. Au. So, jetzt haben wir zwar nichts mit dem Sektoid gemacht. Ziel eliminiert. Umbreon hat sich die Beförderung verdient. So, der Zivilist einmal nach hier vorne. Und in Deckung gehen bitte. Alles klar, der Sektor flieht. Okay. Nein. Noch 9 Runden. Meister Umbreon, Backfisch. Max Monster, einmal nach hier vorne. Begebe mich zur Zielposition. Sieht der Insekt heute noch? Ja, okay. Nachladen. Ich bin bereit. So, Meister Umbreon, 59%. Versuch's mal, komm. Du bist ein Sniper. Jo, genau. Nee, also... Die großen Gewehre. Nee. Das ist nicht seins. So, hier. Backfisch nach vorne. Zivilist. Backfisch hat ihn mit 47% getroffen, ne? Muss man ja auch mal sagen. So. Closing on target position now. So, du siehst nichts. Dann geh mal in volle Deckung. On the move. Gucken, was der Sektoid macht. Oh.
Menace 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Alles klar. Nachladen. Ready to engage. Dann kann er noch ein bisschen nach vorne. Moving out. Advent forces on the ground. So, das sind die nächsten Sektoids. Erst läuft er wieder rein, dann läuft er wieder raus. Umbreon, was hast du denn hier? 57%. Komm, Sniper. Aha, geht doch. Abschuss bestätigt. Sieh sich das einer an. Geht doch. Geht doch. So, ja, wir haben jetzt hier echt beschissene Deckung nur. Die verschanzen sich hier in dem Gebäude. Und dafür, wir schicken mal Backfisch hier vorne hin. Und Max Monster nach hier. Und dann kann er mal seinen Gremlin losschicken. So, Hilfsprotokoll. Schick deinen Gremlin zu einem Verbündeten, um ihm eine Runde lang plus 20 Verteidigung zu gewähren. Und zwar hier zu Backfisch. Miau. Plus 20 Verteidigung. Läuft. Und du gehst mal in Deckung. Sektor raus. Holt mich hier raus, bitte! In Panik. Das ist nie gut. Soldat geht nach vorne. Overwatch. Glemmen geht zurück, alles klar. Das war eine gute Aktion, jetzt hat Backfisch da vorne eine gute Ausgangsmöglichkeit. Komm, hier den Overwatch müssen wir ein bisschen ab. Komm, nochmal 57%. Umbrüllen. Nee, nee. Wir brauchen einen besseren Sniper, Leute. Okay, nicht erwischt. So, Backfisch. Typ ist auf Overwatch. Das ist das Problem gerade. Beru, kannst du den treffen? Achten mit einer Granate. Ja, kannst du. Sehr schön. Backfisch dann nach hier. Schon unterwegs. Und dann 72% auf den Geflankten. Nice one. 5 Schaden. Leider nicht genug, um ihn zu töten. Reservemunition. So, du gehst in Deckung. Backfisch muss auch gleich dringend nachladen. Aber gleich sollte hoffentlich der Beru wieder vernünftig was machen können. Aber bei 3 Lebenspunkten kann er jetzt ruhig jemanden wiederbeleben, das ist mir egal. Reanimiert! Ist auch ziemlich weit weg von unseren Truppen. So, Panik entfernt, perfekt. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Umbreon, hast du Sicht? Du hast Sicht auf den Zombie? Ah, du musst nachladen. Okay. Pass auf, Umbreon, du läufst jetzt mal nach hier unten.
bestätigt. Und irgendwann musst du da vom Dach runter. Dann lädst du nach. Und weiter geht's. So. Beru. Nach hier. Roger that. 70%, 36%. Take it. Come on. Jawoll. Das, was dann der Sniper nicht trifft, treffen unsere Rookies. Läuft. So, können wir das hier nehmen? Komm, Max, ich nimm das mal. Läuft. Loot! Loot! Die Techniker werden das lieben. I think so too. So. Zivilist nach vorne. Der Max. Noch mal vorne. Geht's. Gut. Ob da noch was im Gebäude ist. Okay, Gebäude ist clear. Und nachladen. Holen wir sie uns! Beru. Mal hier hin. Got it. Umbreon kann noch ein bisschen weiter nach vorne. Bestätigt! Dann muss er schließlich gleich auch weg. Die VIP. Und der Max. Mal nach hier und dann haben wir wenigstens einen mit Overwatch. Jetzt geht nichts. Okay, läuft. Und die Zivilistin schon mal hier rein in den richtigen Bereich. Bewegung, Bewegung! Ah, das war Backfisch. Okay, verdammt. Das ist die Zivilistin. Na, ah, Missklick. Shit! Wunderte mich schon, warum die da rumläuft. Musst du nach oben umrühren? Umrühren kommt noch nicht nach oben. Max. Los, los, los! Hoffentlich passiert jetzt in dieser Runde nichts. So, Umbreon. Nach hier. Rücke zur Zielposition vor. Pistolen Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. Beru. Evakuierung. Klettert dann alles nur an nee. Noch nicht. Nächster Soldat, Zug beenden. Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Ja, bla. Noch passiert ja nichts. So, wir sind dran. Wo ist der Zivilist? Da, komm her. Nach hier oben. Sieht gut aus. So, und Umbreon. Auch nach hier oben. Wird erledigt. Okay, und dann Evakuierung. Gehen wir! Ah,
Also müssen die wirklich einzeln hier hoch, alles klar. Gut, nee, dann machen wir nochmal Overwatch. Scanne Gebiet. Die kann auch raus, alles klar. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Dann Evakuierung bestätigt. Auch rausziehen. Aus mit Max. Bereit zum Abmarsch. Und raus mit Beru. Ready to boogie. Männer 1-5. Makellos. Mission erfüllt. Neuer Rekrut von Rekrut Beru. Neuer Rekord von Rekrut Beru. Zwei Stück Max Monster, getötete Feinde pro Runde 0,70 und durchschnittlicher Deckungsbonus von Zivilisten. Müsste jetzt noch stehen, schlechtester Sniper ever, Umbreon. So, hoffen wir mal, dass einer von unseren beiden Rookies zum Sniper wird und einer, hoffe ich, zum Ranger. Und wir den generischen Ranger dann auch mal haben. Wenn alle Missionen so glatt laufen, alle haben eine Beförderung verdient. Schon bald wieder unter Kontrolle. Läuft. Weiter. Wir haben einen Iridium-Kern geborgen und einen Alien-Datenspeicher. Beeindruckend, Commander. Sie haben meine hohen Erwartungen bei weitem übertroffen. Ja, ja. Danke für das zusätzliche Personal zu meiner Unterstützung, Commander. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Wir bräuchten noch Ingenieure, ne? Irgendwie. So, wir gehen in die Waffenkammer. Denn hier haben wir ein paar Soldaten, die eine Beförderung haben. Auch Umbreon hat sich eine Beförderung verdient. So. Distanzschutz. Distanzschutz erlaubt Feuerschutz mit Truppensicht. Nice. Oder Feuer erwidern. Wenn du unter feindlichem Beschuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch mit der Pistole zurück. Da ich jetzt echt vorhabe, den Umbreon zum Revolverhelden zu machen, kriegt er das. Denn er trifft mit seiner Magnum besser als mit dem großen Gewehr. So. Das war immer noch 8 Tage verletzt. Max Munster hat auch eine Beförderung. So, was nimmt er? Ein Medi-Protokoll oder ein Gefechtsprotokoll? Er ist gerade in Skype online. Dann frage ich ihn doch vielleicht einfach mal. Ich frage ihn auf R, weil das ist sonst ein... Schieben wir das mal. Backfisch ebenso ein Beru. Beru ist, glaube ich, offline. Soldat befördern. Der Beru ist ein Ranger. Sehr gut. Der kriegt eh keine Auswahl. Und Backfisch ja auch nicht. Wo ist Backfisch? Zack. Backfisch, was bist du denn? Backfisch ist ein Grenadier, alles klar. Weitermachen. Oh, dicke Wumme für Backfisch. Läuft. Badass. Okay. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Oh, hier ist immer... Ach ja, das ist der Beförderung, die Beförderung von Max Monster. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt XCOM 2. Have fun, euer Quali. Tschüss.